Ich bin stolz auf all das, was wir für unser Land, für die Steirerinnen und Steirer erreicht haben. Die Corona-Pandemie hat auch im Jahr 2021 vieles in Österreich und damit auch der Steiermark bestimmt. Während meiner Zeit als Vorsitzender der Landeshauptleutekonferenz war mir in einer herausfordernden Zeit vor allem der Zusammenhalt, der Schulterschluss über alle Parteigrenzen hinweg wichtig. Bund und Länder gemeinsam. Da konnten wir vieles auf den Weg bringen. Ich bin stolz, dass dieser Zusammenhalt in der Steiermark auch in den herausforderndsten Zeiten spürbar war und ist, trotz aller Unterschiede bei den Parteien. Denn bei allen Hindernissen haben wir bewiesen, dass wir alle gemeinsam mit voller Kraft für diese Steiermark arbeiten. Als steiermärkische Landesregierung haben wir im Mai 2021 die Agenda Weiß-Grün 21 Plus als Zusatz zu unserem Regierungsprogramm erarbeitet. Heute haben wir die Maßnahmen der Agenda 21 Plus bereits zu 97% umgesetzt. Wir werden weiterhin konsequent unser Arbeitsprogramm abarbeiten, denn unsere Agenda Nummer 1 ist und bleibt die Steiermark. Im Mittelpunkt stand natürlich die Bewältigung der Pandemie mit all ihren Herausforderungen, Ausbau Impfstraßen, Ausbau Teststraßen, Konzepte für Spitäler, für die Pflege und auch für die Schule. Aber wir haben auch viele Pflöcke eingeschlagen, die die Lebensqualität der Steirerinnen und Steirer verbessern. Ich möchte einige erwähnen. Gleichstellungsstrategie, Leitspital auf Schiene gebracht, Digitalisierung in der Schule vorangetrieben und ganz viele Ausbildungsplätze in der Pflege geschaffen. Ich habe mir vor allem zwei Ziele gesetzt, und zwar die Verbesserung der Rahmenbedingungen in der Elementarpädagogik und in der Pflege. Und worauf freue ich mich? Ich glaube, ich freue mich wie alle Steirerinnen und Steirer darauf, dass die Pandemie den Alltag nicht mehr so sehr bestimmt wie in den letzten zwei Jahren und dass ich endlich wieder rausgehen kann, mit den Steirerinnen und Steirern Gespräche treten kann und dass ich mich wieder auf politische Inhalte fokussieren kann. 2021 rückblickend macht mich besonders stolz, dass wir in vielerlei Hinsicht der Pandemie getrotzt haben. Wir haben die Steiermark-Schau als neues, großes Ausstellungsformat des Landes Steiermark durchführen können. Eine große Liebeserklärung an die Steiermark. Wir haben zwei Formel 1 Grand Prix, zwei MotoGP-Läufe mit Publikum zustande bringen können. Und wir haben vor allem auch einen Beitrag dazu geleistet, dass wir Kinder und Jugendliche, die in der Pandemie so sehr gelitten haben, vor allem weil es keinen Sport gab, keinen Schulsport, keinen Vereinssport, mit ganz speziellen Programmen wieder zurück in Bewegung gebracht. 2022 wird für uns in meinem Ressort ein ganz wichtiges Jahr. Wir wollen neue kulturpolitische Leitlinien entwickeln. Das heißt, wir arbeiten gemeinsam mit Kulturschaffenden von der Blasmusik bis zum steirischen Herbst und von der Volkstanzgruppe bis zum Opernhaus ein neues kulturpolitisches Programm für die Steiermark. Gleichzeitig im ersten Halbjahr wollen wir die neue Sportstrategie für die Steiermark entwickeln, wo wiederum Bewegung für Kinder und Jugendliche, Bewegung als die wesentlichste Ergänzung der Gesundheitspolitik sozusagen im Mittelpunkt steht. Wir alle können stolz darauf sein, dass die Steiermark das wirtschaftliche Comeback hervorragend geschafft hat. Das ist die großartige Leistung der steirischen Unternehmerinnen und Unternehmer mit ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Und selbst im Tourismus, wo wir große Herausforderungen momentan zu stemmen haben, haben wir die beste Sommersaison aller Zeiten geschafft und den Restart des Wintertourismus auf den Weg gebracht. Auch im Bereich der Forschung und Entwicklung haben wir unsere Nummer 1 Position verteidigt und die höchste Forschungsquote aller Zeiten erreichen können. Ich freue mich besonders, dass die zweite Breitbandmilliarde des Bundes zur Ausschüttung kommt und wir wieder etliche Gemeindeprojekte auf den Weg bringen werden können. Und ich arbeite gerade an einer neuen Wirtschaftsstrategie. Da wird der Bereich der Fachkräfte, aber auch der Unternehmensgründungen und Startups eine ganz große Rolle spielen. Und generell setzen wir sehr stark im heurigen Jahr auf das Thema Nachhaltigkeit und grüne Transformation, damit die Steiermark auch in Zukunft wirtschaftlich erfolgreich bleibt, aber auch lebenswert bleibt. Ich bin sehr stolz darauf, dass es uns im Jahr 2021 gelungen ist, das große Projekt der gemeinsamen Agrarpolitik abzuschließen als Zukunftsvorsorge für unsere Bäuerinnen und Bauern. Als weiteres die wichtige Frage der Wasserversorgung für die nächsten Jahre, Stichwort Blackout, ein zentrales Thema
zur Erhaltung der Lebensqualität. Und letztlich bin ich sehr, sehr stolz darauf, dass es uns in einer außerordentlich schwierigen Zeit gelungen ist, die Versorgungssicherheit mit Lebensmitteln im Jahr 2021 aufrechtzuerhalten. Ja, 2022 wird sicherlich ein sehr herausforderndes Jahr. Für mich ist es schon enorm wichtig, dass wir in allen öffentlichen Einrichtungen auch regionale Lebensmittel verkochen. Das ist mir ein Riesenanliegen, dass wir die Digitalisierung in der Landwirtschaft vorantreiben. Ein Megaprojekt, das wir dringendst brauchen, um Landwirtschaft effizienter zu machen. Und der große Themenbereich des Klimaschutzes. Ausbau der erneuerbaren Energie, mehr regionalen Einkauf. Jeder Bürger muss hier seinen Beitrag leisten. Die Sanierungsoffensive im Wohnbau und letztlich auch das Thema Ortskernentwicklung, kurze Wege, Nahversorgung, neue Raumordnungsdenke und vieles, vieles mehr. Also ein spannendes Jahr, ich freue mich drauf. Ja, das Jahr 2021 war natürlich auch von Corona geprägt, hat uns in der Clubarbeit auch vor technische Herausforderungen gestellt. Wir haben aber sehr gut aufgerüstet, sodass auch die Videokonferenzen jetzt ziemlich ohne Pannen vonstatten gehen. Aber was wichtig ist in der Politik, es braucht die persönliche Begegnung. Die persönliche Begegnung untereinander. Und dementsprechend haben wir auch nicht nur eine, sondern zwei Klausuren voriges Jahr gemacht. Und des Weiteren haben wir den Sommer genutzt, wo es auch möglich war, Corona-bedingt, dass wir Betriebe in der Bevölkerung uns umgehört haben, Einrichtungen, Institutionen besucht haben, um eben auch das Ohr wieder an der Bevölkerung zu haben. Im ersten Quartal 2022 werden wir nun wirklich das Baugesetz bzw. Raumordnungsgesetz novellieren und wir werden das Zweitwohnsitzgesetz bzw. das Leerstandsabgabengesetz umsetzen. In der Pflege, und jeder, der mich kennt, weiß, dass das ein Herzensanliegen von mir ist, werden wir ein Pflege- und Betreuungsgesetz im ersten Halbjahr auf den Weg bringen. Und da bin ich schon sehr stolz drauf, dass das nach Jahren endlich gelungen ist. Derzeit steht Schutz und Hilfe im Vordergrund. Als nächstes geht es um Aufschwung und Vorsprung. Immer getragen von Zusammenarbeit und Zusammenhalt. Die wichtigsten Zukunftsthemen für 2022 sind klar. Erstens Arbeitsmarkt und Fachkräfte. Das ist das Wichtigste. Da geht es um die Zukunft der Arbeit. Zweitens die Pflege. Drittens die Digitalisierung. Viertens Kinderbildung und Betreuung. Und vergessen wir nur ja nicht, fünftens den Klimaschutz. In der Steiermark haben wir in den letzten Jahren vieles geschafft. Diesen Erfolgsweg wollen wir miteinander auch im Jahr 2022 fortsetzen. Wir sind auf einem guten Weg, aber wir haben noch viel vor. Ich bitte jede Einzelne und jeden Einzelnen von euch um Unterstützung in Europa, in Österreich, in der Steiermark, in den Bezirken, in den Gemeinden, die das Rückgrat des Landes sind, lasst uns miteinander die Steiermark gestalten.